Servus. Servus, morgen. Und? Der Tote heißt Ernst Kolbe, 65. Besitzer und gemeinsam mit seiner Tochter Geschäftsführer der Privatbrauerei Wenninger. Das ist doch genau dein Thema, Bier. Oh. Hey, Heike, Vorsicht, Blutfleck. Hast du schon was? Das Ganze muss zwischen 23 Uhr und Mitternacht passiert sein. Er wurde erschossen. Projektil eintritt vorne links und es gibt eine Wunde am Hinterkopf. Das heißt, er wurde wahrscheinlich von hinten niedergeschlagen. Sehr wahrscheinlich. Bei dem Blutfleck haben wir einen fremden Fingerabdruck gefunden. Sicher, dass er nicht von dir stammt? Wo ist Traumwetter? Auf einer Hochzeit in Südfrankreich, Trauzeuge bei seinem besten Kumpel. Auch schön. Was haben wir denn noch? Hier. Kolbe war gestern noch bis kurz nach 10:30 essen. Das Grande Milano in der Maxvorstadt. Das ist so ein italienischer Schickischuppen. Zwei Hauptgerichte plus Getränke. Hat also jemanden eingeladen? Mhm. Ja, so wie das aussieht, ist er hier niedergeschlagen worden, als er nach Hause kam. Hat sich vermutlich noch in den Sessel geschleppt und dann... Puh. Wer hat ihn denn gefunden? Eine Maklerin, Sabine Brandt. Und ein Ehepaar namens Schabinski. Kunden von ihr, die das Haus hier kaufen wollten. Warten auf dich hinten in der Küche. Danke. Wir waren mit ihm verabredet, um... Wir wollten vor dem Notartermin noch mal eine Mängelliste aufnehmen. Ja, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Sie wollten also das Haus kaufen? Ja. So war es geplant, ja. Ich habe mehrmals geklingelt, aber Herr Kolbe hat nicht aufgemacht. Ich habe ja von allen Häusern zwei Schlüssel, also habe ich aufgeschlossen und dann lag er da. Ich habe natürlich sofort die Polizei angerufen. Gab es irgendeinen besonderen Grund für den Verkauf? Ich weiß nur, dass Herr Kolbe es eilig hatte. Und dass der Preis deutlich unter dem Marktwert lag. Gut für Sie? Kommst du mal bitte. Ich bräuchte von Ihnen noch eine Liste mit allen Interessenten, denen Sie das Haus gezeigt haben. Jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Natürlich. Eine Walter PPK, geladen und gespannt. Und die Post ist auch interessant. Am Montag letzter Woche protestiert Kolbe gegen die Ausstrahlung eines TV-Beitrags über bayerische Brauereien wegen Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte. Und nur einen Tag später beauftragt er eine Firma für Schließanlagen, sämtliche Fenster und Türen hier im Haus mit Sicherheitsschlössern auszustatten. Hier ist aber nichts durcheinander, also... Raubmord war es keiner. Weiß deine Familie Bescheid? Erschossen? Gestern Nacht. In seinem Haus. Wir können auch später reden, wenn Ihnen das lieber ist. Nein. Nein, geht schon. Beeindruckend. Ich war ja schon als Kind immer gerne. Dass mein Großvater noch lebte. Franz Xaver Wenninger. Er hat die Brauerei nach dem Krieg aufgebaut. Später hat sie dann meine Mutter übernommen. Ich nehme an, das ist sie. Sie lebt leider nicht mehr. Es tut mir leid. Ihr Vater war gestern Abend essen, im Grande Milano. Das hat er nicht erwähnt. Ich bin um 7 von hier nach Hause gefahren. Ist Ihnen irgendetwas an ihm aufgefallen? Gestern, in letzter Zeit? War unruhig, besorgt? Nein. Wieso? Er hat das ganze Haus neu sichern lassen. Hat er finanzielle Schwierigkeiten? Wie kommen Sie darauf? Er wollte sein Haus unter Wert verkaufen. Das hat er mir nicht erzählt. Was für ein Problem hatte Ihr Vater mit dem Fernsehbeitrag über die Brauerei? Ich habe das Interview gegeben. Mein Vater, der ist da zufällig reingeplatzt.
mochte es nicht, gefilmt oder fotografiert zu werden. Warum? Ich weiß es nicht. War schon immer so. Hatten Sie ein gutes Verhältnis? Ja. Danke, Frau Kolbe. Ich habe Informationen aus dem Grande Milano. Was denn? Kolbe war gestern mit einem Mann da. Beschreiben konnte die Kellnerin ihn nicht, aber er ist vielleicht auf einem Handyfoto zu sehen, das sie von dem jungen Pärchen gemacht hat. Kommst du da ran? Den Handybesitz habe ich schon ermittelt über seine Kreditkartennummer. Foto ist unterwegs. Übrigens, die Seriennummer von Kolbes Pistole ist offiziell nicht registriert. Waffenrechtliche Erlaubnis hat er natürlich auch keine. Das passt zu den Sicherheitsmaßnahmen am Haus. Der hatte Angst. Und zwar vor ihm hier. Thomas Greiner, 28. Mehrfach vorbestraft wegen schwerer Körperverletzungen. Erledigt doch Sachen im Auftrag. Der Fingerabdruck bei der Leiche. Arbeitet in einem Pornoladen am Bahnhof. Auf geht's. Servus, grüß dich. Kabine für zwei. Können wir unter rechts. Böhmer, Kripo München. Das ist Hauptkommissarin Hans. Wir hätten da ein paar Fragen an Sie. Nee. Aufmachen, Polizei! Waffe runter, der hat's hinter sich! Los jetzt! Bist du okay? Ja. Er ist verschwunden. Ach, Scheiße. Mit deiner Waffe. Ja, was schaust du so blöd, du Arschloch? Paul. Aufgenommen im Grande Milano gegen 22.30 Uhr. Vielleicht ist das ein Geschäftspartner. Fragen wir doch mal Julia Kolbe. Sein Name ist Max Freisinger. Er besitzt mehrere Unternehmen, unter anderem zwei Brauereien. Dann wissen Sie sicher auch, was die beiden zu bereden hatten. Mein Vater und er haben schon länger verhandelt. Es ging um eine geplante Kooperation. Betriebliche Synergien durch einen gemeinsamen Vertrieb. Entschuldigen Sie mich. Die Unterlagen dazu rein. Das war wohl weniger eine Kooperation als eine Übernahme. Das sind die Umsatzzahlen Ihrer Brauerei. Ihr Laden steht vor dem Konkurs. 8 Millionen hat Freisinger geboten. Ich sollte alleinige Geschäftsführerin werden. Neue Produkte entwickeln. Mein Vater hat das abgelehnt. Freisinger bietet 8 Millionen für ein Pleiteunternehmen und Ihr Vater sagt nein. Die Firma war alles für ihn. Er wollte sie nicht aufgeben. Das erklärt den Verkauf des Hauses. Er wollte den Konkurs aus eigener Kraft abwenden. Und im Gegensatz zu Ihnen, Freisingers Angebot auf keinen Fall annehmen. Das hätten Sie mir alles heute Morgen sagen können. Dass Ihr Vater zwischen Ihnen und einem 8-Millionen-Deal stand. Was wollen Sie damit sagen? Wer soll das sein? Das ist der mutmaßliche Mörder Ihres Vaters. Er macht solche Sachen auch im Auftrag. Aber das wissen Sie wahrscheinlich. Wollen Sie mir unterstellen, ich hätte meinen Vater umgebracht? Zu dem Sie anscheinend kein so enges Verhältnis hatten, ha? Sie sagt die Wahrheit. Sie hat ein Motiv und kein Alibi. Was Neues über Greiner? Immer noch flüchtig. Ich schaue mir jetzt mal den Freisinger genauer an, ja? Später.
Freisinger. Böhmer, Kripo München. Ich habe es heute Morgen im Radio gehört. Schlimme Sache. Sie und Kolbe waren gestern Abend noch zusammen essen. Wir wollten Geschäfte miteinander machen. Das wollten Sie. Kolbe hat abgelehnt. Das war ziemlich dumm von ihm. Er wäre saniert gewesen. Und seine Tochter hätte den Betrieb weitergeführt. 8 Millionen sind eine Menge Geld für eine Brauerei, die nicht mal die Hälfte wert ist. Ich investiere in Markennamen. Substanz interessiert mich nicht. Die Hülle ist das, was heutzutage zählt. Ach, die Hülle zählt? Das geht ja dann wohl für alle Ihre Unternehmen was. Lernt man diese Art der Gesprächsführung auf der Polizeischule? Ich bin Autodidakt. Was ist das? Ich habe zu tun. Was hatten Sie denn gestern Abend noch zu tun? Nach dem Restaurantbesuch? Ich war zu Hause. Allein, wenn Sie es genau wissen wollen. Mit anderen Worten, ich habe kein Alibi. Ach, das brauchen Sie auch nicht. Jemand wie Sie macht sich doch nicht selber die Finger schmutzig. Das weiß ich. Ich entnehme Ihren Unverschämtheiten, dass Sie mir einen Mord unterstellen. Dafür hat man seine Leute. Was? Warum sollte ich das tun? Kolbes Brauerei bekomme ich früher oder später sowieso für einen Apfel und ein. Ja, trotzdem bieten Sie ihm 8 Millionen dafür. Vielleicht bin ich einfach nur ein Menschenfreund, Herr Böhmer. Vielleicht sind Sie einfach nicht so schlau, wie Sie tun, Herr Freising. Er ist also ein Arschloch. Wie kommt's denn darauf? Ich habe mir übrigens Kolbes Lebenslauf angeschaut. Aufgewachsen in Bad Tölz, Wehrdienst bei den Gebirgsjägern, dann ein Maschinenbaustudium in München. Kurz darauf gründete er eine Werkzeugbaufirma, die er 4 Jahre später gegen Zahlung einer lebenslangen Rente an ein Konkurrenzunternehmen verkauft. Super Arbeit. Man vermisst Trompete gar nicht. Es wird noch viel besser. Kolbes Pistole gehört zu einer Lieferung, die im Frühsommer 1980 an den BND ging. Kolbe besaß eine BND-Waffe. Die Frage ist nur, warum? Sagen Sie es mir. Ich habe mit dem BND gesprochen, aber die in Polach kennen natürlich keinen Kolbe. Warum zweifeln Sie? Weil ich bisher immer dachte, dass eine der Hauptaufgaben des BND darin besteht, seine Mitarbeiter zu verleugnen. Sie sollten sich eher an die Fakten halten, statt zu spekulieren. Die BND-Waffe ist ein Fakt. Von mir werden Sie keine Rückendeckung bekommen, wenn Sie dem BND auf die Füße treten. Ist mir klar. Was nicht heißen soll, dass... Ich halte Sie auf dem Laufenden. Morgen. Schau mal. Ah, das Material vom Fernsehsender. Mhm. Sie werden nicht aus Ihrem verdammten Film raussteigen. Das mache ich in die Hölle heiß. Wenn irgendwo zu sehen sind, ganz schön auf. Kamerascheu. Anscheinend hat er was zu verbergen. Aber seine Identität ist zweifelsfrei dokumentiert. Geburtsurkunde, Studiennachweis, beruflicher Werdegang. Was macht der BND mit Links? Bevor Sie sich wieder festbeißen, es gibt noch andere Möglichkeiten. Die Papiere sind echt. Vielleicht hat er sich einen echten Pass gekauft und eine bestehende Identität angenommen. Was ist mit Freunden, Verwandten, Bekannten? Sowas fliegt auf. Es gibt eine Menge Leute, die jeden Kontakt zu ihren Verwandten abbrechen. Und die Meldebehörde, Ärzte, Arbeitgeber. Ich brauche was Konkretes. Sonst wird der BND sich keinen Zentimeter bewegen. Ja, genau hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Es ist wie in der Politik. Es gewinnen nicht immer die Guten, sondern die Schlausten. Also, lassen Sie sich was einfallen, ja? Habe ich was verpasst? Neue Liebe? Nur ein bisschen Farbe im tristen Grau des Alltags. Aber sehr attraktiv, sehr charmant. Also ein Kater, der sich gelohnt hat. Oh ja, ich genieße meine Kopfschmerzen in vollen Zügen. Hast du was Neues für mich? Die KTU hat sich gemeldet. Das Projektil aus Kolbes Kopf konnte keiner registrierten Waffe zugeordnet werden. Ausführlicher Bericht liegt nachher auf deinem Schreibtisch. Aber ich habe noch was für dich. Kolbe muss unmittelbar nach dem Aufprall auf dem Boden das Bewusstsein verloren haben. Aufgrund des Zustands der Einblutung in den Kopf- und Schulterbereich dürfte zwischen dem Sturz und dem Tod durch Kopfschuss erhebliche Zeit vergangen sein. Was heißt erheblich? Dreiviertelstunde, Stunde vielleicht. Das heißt, der Mörder wartet eine Stunde, bevor Kolbe erschießt? Nicht ganz logisch, oder? Nee. Ella? Ja? Schau mal hier. Die hat Kolbe mit seinem Handy gemacht. Sieht aus, als hätte er die Männer beobachtet. Mhm. Oder sie ihn. Hast du Namen? Was da? Der hier? War sein Lieblingsmotiv.
Und da kann man auch das Autokennzeichen erkennen. Mhm, ich weiß. Und die Kfz-Zulassungsstelle hat mir auch seinen Namen verraten. Er heißt Lothar Schäfer, betreibt ein Antiquitätengeschäft in Schwabing. Grüß Gott, die Herrschaften. Was kann ich für Sie tun? Ömer, Kripo München. Das ist die Kollegin Lanz. Wir hätten da mal Fragen an Sie. Polizei. Sagt Ihnen der Name Ernst Kolbe was? Wie gehört. Wer soll es denn sein? Jemand, der Sie fotografiert hat. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja erschreckend. Warum macht der Mann sowas? Ja, das würden wir gerne wissen. Das ist übrigens Herr Kolbe. Ich habe den Mann nie gesehen. Er muss sich verwechselt haben. Fragen Sie ihn doch. Er wurde ermordet. Da kann man ja Angst kriegen. Ich meine, was ist, wenn es der Mörder jetzt auch auf mich abgesehen hat? Wie kommen Sie darauf? Bitte denken Sie nach, Herr Schäfer. Vielleicht kennen Sie Herrn Kolbe ja doch? Von früher? Oder er war ein Kunde? Das ist nicht möglich. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich hoffe, Sie können das schnell aufklären. Wir bemühen uns. Wiederschauen. Ach, wo waren Sie denn vorgestern Abend? Hier in meinem Laden. Umsatzsteuervoranmeldung. Morgen fertig. Danke. Nie gesehen. Keine Ahnung, warum mein Vater den Mann fotografiert hat. Ich vermute, dass es etwas mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Er hat immer abgeblockt, wenn ich ihn danach gefragt habe, wie er aufgewachsen ist und so. Da kam einfach nichts. Und Ihre Mutter? Wusste die etwas? Sie hat mir vor Jahren erzählt, dass seine Eltern früh gestorben sind. Vielleicht lag es ja daran. Er war ein sehr verschlossener Mensch. Irgendwie fremd. Lanz, ich bin gleich da. Was wolltest du von Ernst Kolbe? Ich kenne keinen Kolbe. Du warst da. In seinem Haus. Seit wann duzen wir uns? Seit ich das will. Du warst also nicht in seinem Haus. Was machen dann deine Fingerabdrücke am Tatort? Hä? Dumm gelaufen, Arschloch. Ich meine, so blöd muss man erst mal sein. Du schaffst es noch nicht mal, deine Spuren zu beseitigen, du Pedder. Na gut, dann war ich eben da. Na also. Sind wir ja schon mal einen Schritt weiter. Also nochmal. Was wolltest du von Ernst Kolbe? Einen Auftrag erledigen, mehr nicht. Wie sah der aus, der Auftrag? Ich habe ihm eine verpasst. Ach, du hattest den Auftrag, ihm eine runterzuhauen. Du hast ihn erschossen! Hab ich nicht! Hier, schau dir das an. Schau dir das an! Ich kenne keinen von denen. Hier, den hier. Das. Der. Hat er dich beauftragt? Hat er dich beauftragt? Hat er dich beauftragt? Jetzt pass mal auf, ich war bis jetzt noch ganz höflich zu dir und ich kann auch noch ganz anders, mein Freund. Das gehört Ihnen. Na und? Sie haben vorgestern Abend einen Anruf erhalten. Vorkommen. Von dem Mann, den Sie nicht kennen. Max Freisinger. Paul, der Herr möchte bitte in die Urhaft. Er braucht Zeit zum Nachdenken. Er kriegt ein Einzelzimmer.
Ich habe mal für ihn lästige Mieter wieder auf Kurs gebracht. Okay. Vorgestern Abend hat er mich angerufen. Ich sollte diesen Kolbe bearbeiten, dass er ihm seinen Laden verkauft. Er meinte, es wäre dringend. Und das haben Sie dann auch gemacht? Ich habe ihm eine übergezogen. Der ist da hingefallen, genau auf seinen verdammten Kopf. Hat sich nicht mehr bewegt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Hab noch kurz gewartet, ob er wieder wach wird. Aber er wurde nicht mehr wach. Sagen Sie, als Sie gegangen sind, haben Sie da die Tür offen gelassen? Ich habe zugemacht, wieso? Also. Er erzählt uns Märchen, Vera. Wenn er Kolbe töten wollte, hätte er das gleich machen können, ohne eine Stunde zu warten. Ja, da ist was dran. Aber er hat zugegeben, dass Freisinger ihn beauftragt hat. Freisinger wollte Druck ausüben, wollte, dass Kolbe schnell verkauft. Der Plan funktioniert nicht mit einer Leiche. Ja, vielleicht war ja der Plan, erst Kolbe aus dem Weg zu räumen und dann die Brauerei von der Tochter zu kaufen. Sie ist die Erbin und sie war interessiert. Danke. Denken wir doch mal darüber nach, was wäre, wenn Greiner es wirklich nicht war. Dann hätten wir zwei Täter. Einer schlägt und der andere schießt ihn eine Stunde später. Zwei Täter. Aber wie ist der zweite Mann ins Haus gekommen? Im Bericht der Spuse steht nichts von Einbruchspuren und Greiner hat gerade gesagt, er hätte die Tür nicht offen gelassen. Dann hatte der Täter einen Schlüssel. Schlüssel? Wo hat er den her? Die Maklerin. Hat sie eigentlich schon eine Liste mit den übrigen Hausinteressenten geschickt? Und jetzt pass auf. Dr. Hans Stolze, Gefäßchirurg am Klinikum Großhagen. Lucine Fandl, Chefredakteurin einer Modezeitschrift und ein Hersteller von Korbmöbeln, Bertram Zeller. Die hast du alle schon überprüft. Zeller ist seit 2 Tagen in Thailand, wo er seine Möbel fertigen lässt. Fabrikbesichtigung. Dr. Hans Stolze hatte zur Tatzeit eine mehrstündige OP. Die Details erspare ich dir. Und Gesine Fandl, die Chefredakteurin, weilt zurzeit in Saint-Paul-de-Vence, Südfrankreich. Die hat ein Ferienhaus. Das hat übrigens Trompette überprüft. Das heißt, alle drei sind raus aus der Nummer. So schaut's aus. Paul, wenn du ein Haus hättest. Weißt du, was ich verdiene? Worauf ist denn aus? 4 Interessenten, 3 davon verdienen locker mehr als 150.000 im Jahr. Und Kolbe erteilt den Zuschlag einem Ehepaar, was eine kleine Autowerkstatt betreibt? Eigentlich tendiert er ja zu Herrn Zeller. Der hat Familie, 3 Kinder. Das hat ihn gerührt. War jedenfalls mein Eindruck. Aber trotzdem hat er sich für die Schabinskis entschieden. Naja, erst nachdem die nochmal 50.000 draufgelegt haben. Da ist der Herr Kolbe dann natürlich schwach geworden. Die haben alle anderen überboten. Konnten die sich das leisten? Davon gehe ich aus. Sonst hätten die ja kaum einen Notartermin vereinbart. Erzählen Sie mir von der Hausbesichtigung. Was soll ich da sagen? Wir sind durchs Haus gegangen, Sie haben Fragen gestellt. Dach, Wärmedämmung, Baujahr, das Übliche eben. Und gab es was, für das Sie sich besonders interessiert haben? Ja, im Keller. Im Keller wollten Sie eine Einliegerwohnung einrichten, um Steuern zu sparen. Bietet sich bei dem Haus natürlich auch an, da der Keller einen separaten Eingang hat. Und für den haben Sie natürlich auch einen Schlüssel. Aber selbstverständlich. Ja. Neulich hat der noch einwandfrei funktioniert. Darf ich mal? Ja, bitte. Lanz hier, ich hätte gern Kollegen von der KTU gesprochen. Es geht um einen Schlüssel. Von wegen, Freisinger hat kein Tatmotiv. Er hat sich verspekuliert. Und zwar mit dieser Shopping-Mall hier. Sie erstreckt sich über das gesamte Gebiet hier. Sie wurde von der Stadt beschlossen und Freisinger hat dafür unter der Hand den Zuschlag bekommen. Und zwar noch vor Eröffnung des eigentlichen Planfeststellungsverfahrens. Und Kolbes Brauerei liegt mittendrin. Freisinger hat Millionen investiert, hat Grundstücke aufgekauft, Häuser aufgekauft und das Einzige, was ihm noch fehlt, ist die Brauerei. Er wollte sie also gar nicht weiterführen, sondern abreißen lassen. So, in der nächsten Woche stellt die Stadt das Projekt in öffentlicher Sitzung vor. Damit hätte Kolbe Wind von der Sache bekommen und dann hätte er sich niemals mehr mit Freisingers Angebot abspeisen lassen. Also, eigentlich ist die Sache klar. Leider ist vieles noch überhaupt nicht klar. Erstens, warum hat er eine BND-Waffe? Zweitens, warum war er so kamerascheu? Und drittens, woher kam seine Paranoia?
Was ist mit den Fotos auf seinem Handy? Dieser Antiquitätenhändler? Schäfer? Ja. Kommt aus Hannover, lebt seit über 20 Jahren in München und nirgendwo eine Verbindung zu Kolbe. Ich kaufe mir jetzt den Freisinger. Mach das. Herr Böhmer, welch Glanz in meiner bescheidenen Hütte. Heute gut gelaunt, oder was? Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Ich schon. Sie werden mir immer sympathischer. Sind Sie mir immer verdächtiger? Ich darf doch, oder? Also gut. Nehmen wir an, ich brauche Kolbes Brauerei. Von mir ist sogar dringend. Na und? Was heißt das schon? Bei uns heißt das Tatmotiv. Außerdem vergessen Sie da eine Kleinigkeit. Ah ja? Ja. Ihren Anruf bei Thomas Kreiner in der Tatnacht. Die ist von meinem Anwalt. Falls Sie noch Fragen haben, er wird sie Ihnen gerne beantworten. Und der ist von der Staatsanwaltschaft. Ein Durchsuchungsbeschluss. Die Kollegen sind schon unterwegs und wir zwei fahren jetzt aufs Präsidium. Dringender Tatverdacht, Verdunklungsgefahr, suchen Sie sich was aus. Und die hier brauchen Sie, glaube ich, selber. Hallo, Frau Brandt, Lanz hier. Es geht nochmal um die Besichtigung von Herrn Kolbes Haus. Was mich interessieren würde, waren Sie da die ganze Zeit an der Seite der Schabinskis? Nein, ich glaube nicht. Aha, und weshalb nicht? Ich war einmal zum Telefonieren, ein paar Minuten vor der Tür. Danke, Frau Brandt, das war's schon. Wiederschauen. Wieder. Ja, Vera. Paul, wo steckst du? Im Präsidium. Freisinger? Sitzt im Verhörraum und telefoniert begeistert mit seinem Anwalt. Die Kollegen durchsuchen jetzt sein Büro. Die KTU hat Abgusswachs am Kellerschlüssel von Kolbes Haus gefunden. Jemand hat den Schlüssel nachgemacht? Sieht ganz so aus. Ich habe noch mal mit der Maklerin gesprochen. Während der Hausbesichtigung mit den Schabinskis war sie ein paar Minuten durch einen Anruf abgelenkt. Die beiden hätten also die Möglichkeit gehabt, aber das ist noch nicht alles. Was noch? Ich habe mit dem Banker der Schabinskis gesprochen und der wusste nichts von einem geplanten Hauskauf. Also, das gibt's doch nicht. Dann haben die Schabinskis das alles nur vorgetäuscht, um in die Bude reinzukommen. Es muss irgendeine Verbindung zwischen den Schabinskis und Kolbe geben. Und vielleicht auch mit diesem Schäfer. Jetzt bin ich neugierig. Ja, ich auch. Knüpf du dir nochmal diesen Schäfer vor und wir müssen an Kolbes Vergangenheit ran. Alles klar. Pascal? Herr Schabinski? Augenblick. Sie erinnern sich? Ja, wieso nicht? Haben Sie einen Moment? Wollen Sie auch einen? Nein, danke. Schabinski, sagen Sie? Anni und Helmut Schabinski. Sie treiben eine kleine Autowerkstatt in Giesing. Und die beiden haben etwas mit diesem Kolbe zu tun, der ermordet worden ist. Oder mit Ihnen. Mit mir? Wie kommen Sie denn darauf? Sie kennen die beiden also nicht? Natürlich nicht. Woher denn auch? Es wird ja immer toller. Haben Sie wenigstens herausgefunden, warum dieser Kolbe mich fotografiert hat? Ja, da sind wir dran. Mit anderen Worten, Sie tappen im Dunkeln. Wenn mir deswegen irgendetwas passiert, dann geht das auf Ihre Kappe. Kundschaft, Entschuldigung. Vielleicht ist es ja schon der Mörder, aber Sie sind ja bei mir. Grüß Gott, Herr Liebfrau. Was kann ich für Sie tun? Läuft die Werkstatt eigentlich gut? Ja, ja. Wieso nicht? Ich habe mich nämlich gefragt, ob Sie sich Kolbes Haus überhaupt leisten können. Wieso nicht? Der Preis lag deutlich unter dem eigentlichen Wert. Und deswegen haben Sie auch gar nicht mit Ihrer Bank über die Finanzierung gesprochen und mal ebenso 50.000 mehr geboten als alle anderen Interessenten? Wir haben gespart. Frau Schabinski, schön, dass Sie auch da sind. Wir sind vielleicht nicht reich, aber ein bisschen was bleibt in so einer Werkstatt über die Jahre schon hängen. Was wollen Sie von uns? Jemand hat Abdrücke gemacht von Kolbes Kellerschlüssel. Ja, aber wir doch nicht. Kennen Sie diesen Mann? Nein. Sie haben doch gar nicht richtig hingesehen. Sag doch, wir kennen ihn nicht. Und Herrn Kolbe haben Sie auch noch nie gesehen, bevor Sie sein Haus kaufen wollten, oder? Wie kommen Sie denn darauf? Mich würde interessieren, was Sie am Tatabend gemacht haben.
Wir waren bei Bekannten. In Salzburg. Bis wann genau? 11? Kurz nach 11. Ich hoffe, Ihnen ist klar, dass wir das überprüfen. Auf dem Rückweg haben wir noch getankt. Autobahnraststätte Bad Reichenhall. 11:30. Ich kann Ihnen gerne die Quittung zeigen. Gerne, danke. Die Quittung ist korrekt. Und auf dem Überwachungsvideo der Tankstelle sind beide klar zu erkennen. Helmut Schabinski stammt aus Rostock und hat keinerlei Vorstrafen. Und keinerlei Verbindung zu Schäfer. Was ist mit Freisinger? Musste ich gehen lassen. Die Kollegen haben nichts in seinem Büro gefunden. Also haben wir gar nichts. So würde ich jetzt auch wieder nicht sagen. Kolbes erste Firma steht in keinem Register. Sie hat überhaupt nie existiert. Und was ist mit dem Unternehmen, dem er sie verkauft hat? Eine Briefkastenadresse. Aber er hat doch monatlich Geld erhalten, diese lebenslange Rentenzahlung. Ich sag nur, drei Buchstaben. Bundesnachrichtendienst. So, jetzt aber, Herr Huber. Ab wann hat Kolbe diese Zahlungen erhalten? Juni 82. Und damals muss auch irgendetwas passiert sein, was den BND dazu veranlasst hat, seinem Berliner Agenten Kolbe eine neue Identität zu verpassen und ihm monatlich Geld zu überweisen. Wenn Sie erst mal Blut geleckt haben, Frau Lanz. Was können Sie also für mich tun? Gar nichts. Ich habe einen Anruf erhalten. Pullach? Innenministerium. Das ist ein deutlicher Hinweis, die Füße stillzuhalten. Es ist klar, dass ich recht habe. Füße stillhalten können Sie vergessen. Nur weil mir die Hände gebunden sind, heißt das noch lange nicht, dass Sie nichts tun können. Sie müssen mir Kolbes richtigen Namen besorgen, anders komme ich da nicht ran. Ja, den bekomme ich aber auch nicht. Seine Akte hat ein Sperrvermerk. Frau Kolbe, es deutet vieles darauf hin, dass Ihr Vater früher jemand anderes war. Wie jemand anderes? Sie haben doch selber gesagt, dass er nie über sich geredet hat. Dass er Ihnen immer irgendwie fremd war. Ja. Frau Kolbe, wir müssen davon ausgehen, dass Ihr Vater seine Identität gewechselt hat. Das hätten wir doch merken müssen, meine Mutter und ich. Es muss früher gewesen sein, vor Ihrer Geburt. Irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und wer soll er damals gewesen sein? Dabei müssen Sie mir jetzt helfen. Wie soll ich Ihnen helfen? Sie haben doch gerade selbst gesagt, dass das vor meiner Geburt war. Denken Sie doch mal nach. Was für Musik hat Ihr Vater gerne gehört? Gab es irgendwelche Erinnerungsstücke, an denen er besonders gehangen hat? Alte Uhren repariert. Draußen im Gartenschuppen. Das war sein Hobby. Wie kommt man dazu, alte Uhren instand zu setzen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. War er oft hier? So oft es ging. Der Schuppen war sowas wie sein Heiligtum. Niemand durfte hier rein, nicht mal meine Mutter. Und Sie? Einmal habe ich mich reingeschlichen. Ich war vielleicht 10 oder 11. Er hat mich natürlich prompt erwischt. Gab ziemlich Ärger. Hat Ihr Vater Super 8 Filme gemacht? Nicht, dass ich wüsste. Die sehe ich zum ersten Mal. Berlin 68. Vielleicht gibt's auch einen Projektor. Ist das Ihr Vater?
Ja, ich glaube schon. Vielleicht wollte er sie und ihre Mutter schützen. Wenigstens weiß ich jetzt, woher diese Fremdheit kam. Er ist trotz allem ihr Vater. Wir haben mit den Kollegen in Berlin gesprochen. Ihr Vater hieß in Wirklichkeit Hans Wolter. Er wurde März 48 in Berlin-Neukölln geboren. Sein Vater war Uhrmacher, die Mutter Hausfrau. Leben die beiden noch? Leider nein. Nach der mittleren Reife hat er eine Polizeiausbildung gemacht, danach 2 Jahre Bundesgrenzschutz. Und dann hat er sich beim BND beworben. Bundesnachrichtendienst. Auslöser ist wahrscheinlich seine Familiengeschichte gewesen. Der Bruder seines Vaters hat im Osten gelebt und ist 1977 bei einem Fluchtversuch von DDR-Grenzern erschossen worden. Mein Vater war also Agent. Und warum wurde er umgebracht? Eine offene Rechnung? Juni 1982 wird in einer Wohnung in Berlin-Neukölln ein Mann namens Martin Berndorf erschossen. In den Zeitungen ist von einem flüchtigen Täter die Rede und von einem zweiten angeschossenen Opfer, dem ebenfalls die Flucht gelang. Berndorf wird dort als aufgeflogener Stasi-Agent bezeichnet, der in einer konspirativen Wohnung von einem BND-Agenten erschossen wurde. Der Täter? Hans Wolter. Der aber dann im darauffolgenden Prozess wegen erwiesener Notwehr freigesprochen wird. Aber mit Wolters Urteil wird es jetzt erst richtig interessant, denn jetzt kommt aus Berlin ins Spiel. Die DDR-Führung protestiert gegen das Urteil und versucht, das Ganze propagandamäßig auszuschlachten. Das übliche Muster. Die guten Sozialisten aus dem Osten gegen die bösen Kapitalisten aus dem Westen. Der Westagent Wolter gegen den Ostagenten Berndorf. Der dann enttarnt und von Wolter erschossen wird. Während einem dritten Mann die Flucht gelingt. Entweder ein Kollege von Wolter oder wie Berndorf Stasi-Agent. Jedenfalls müssen wir jetzt unbedingt wissen, wer dieser dritte Mann ist. Dann fragen wir doch Frau Schabinski. Sie ist eine geborene Berndorf? Wir brauchen die Stasi-Akte von Martin Berndorf. Ist schon längst angefordert. Und das sagst du erst jetzt. Meine Frau ist einkaufen. Es gibt Neuigkeiten, von denen Sie beide betroffen sind. Schauen Sie mal rein. Das ist eine Stasi-Akte über den Bruder Ihrer Frau, Martin Berndorf. Er war als Stasi-Agent in Westdeutschland tätig. Ingenieur bei einem großen Maschinenbauer und hat jahrelang technische Informationen nach Ost-Berlin geliefert. Alles lief gut, bis er im Juni 82 enttarnt und erschossen wurde. Von dem BND-Agenten Hans Wolter. Der wurde später freigesprochen. Notwehr. Wieso erzählen Sie mir das alles?
Ihre Frau hat den Tod ihres Bruders nie ganz überwunden. Und plötzlich trifft sie Hans Wolter wieder, hier in München. Aber er heißt jetzt Ernst Kolbe. Sie kriegt raus, dass er sein Haus verkaufen will und sieht ihre Chance, an ihn ranzukommen. Wir waren doch gar nicht da. Es geht auch darum, was Sie vor der Tat gemacht haben. Wieso davor? Sie brauchten den Mord ja gar nicht selber auszuführen. Sie mussten nur dafür sorgen, dass der Täter ins Haus kam. Und deswegen haben Sie den Abdruck des Schlüssels genommen und ihn nachgefertigt. Dafür haben Sie keine Beweise. Sind Sie sicher? Aber was noch viel wichtiger ist, können Sie wirklich damit leben, mit Schuld am Tod eines anderen Menschen zu sein? Deshalb hat sie Kontakt zu dem Mann aufgenommen, der bei der Schießerei damals flüchten konnte. Wolter. Er hat die gesehen damals. Damit war er als Agent unbrauchbar. Er musste in den Innendienst. Später, nach der Wende, habe ich seinen falschen Pass besorgt. Er ist untergetaucht. Zur Angst vor Strafverfolgung. In der Zeit in der Stasi. Sein Name? Wie heißt Fritz Borsig heute? Das wissen Sie doch. Ist besser so, Anni. Ist besser so. Das ist die Mailbox von Paul Böhmer. Bitte hinterlass deine Nachricht. Hey Paul, ich weiß jetzt, wer der dritte Mann ist. Wir hatten recht. Gut, Holland, na? Haben Sie Ihren Mörder geschnappt? Ich bin gerade dabei. Ich verstehe nicht recht. Sie verstehen genau, Herr Borsig. Das muss eine Verwechslung sein. Dann sprechen wir doch mit Herrn Schabinski. Der hat Ihnen doch auch den Schlüssel zum Haus besorgt. Und ich nehme an, danach haben Sie Kolbe erstmal beobachtet. Bravo, Frau Kommissarin. Um den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Für so eine Operation braucht es immer den richtigen Zeitpunkt. Ja. Und er war gekommen, als Freisinger Kolbe einen Schläger an den Hals gehetzt hat. Ich brauchte bloß zu warten, bis er weg war. Haben Sie eigentlich noch mit Kolbe geredet? Gewartet, bis er wieder bei Bewusstsein war, um Ihr persönliches Urteil an ihm zu vollstrecken? Die zuständigen Organe der DDR-Justiz hatten damals Anklage gegen Kolbe erhoben und ihn in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Ich habe ein bestehendes Urteil exekutiert, nichts anderes. Das war Selbstjustiz. Und zwar nicht aus politischer Überzeugung oder aus Solidarität für ihre kaputte DDR, sondern aus Rache, weil er ihnen ihre Agentenkarriere versaut hat. Respekt, Hollands. Jetzt geben Sie mir Ihre Waffe. Es ist vorbei, Herr Borsig. Nehmen Sie die Waffe runter und dann legen Sie sie langsam auf den Boden. Sofort! Nehmen Sie die Waffe runter oder ich erschieße Ihre Kollegin. Das macht doch keinen Sinn. Glauben Sie, Sie können hier wirklich noch abhauen? Ins Gefängnis gehen macht Sinn. Waffe runter oder ich schieße. Das ist keine Wahl. Er wollte, dass du ihn erschießt.
Hallo. Für Meeres Vaters, ich dachte, Sie würden sie gern wieder haben. Sie packen. Was werden Sie jetzt tun? Rausfinden, wo ich herkomme. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke.